Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Zweite Episode, auch die zur Erinnerung, ist noch Teil des Livestreams vom letzten Sonntag, als ich die ersten zwei Episoden als ein Stream gemacht habe. Dürft noch Episoden mit Überlänge sein, ein schöner Start. Dementsprechend, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei der Fortsetzung. Abmoderation mache ich dann keine mehr, die habe ich nämlich im Stream gemacht. Ich hoffe nur, ich denke dran, die dann auch im Video zu berücksichtigen. Wenn nicht, nehme ich es doch noch auf. Werden wir sehen. Ja, euch noch viel Spaß mit der zweiten Episode. Los geht's. Wie viel Wind es gibt. Öffnen des Baumenüs. Ja, das habe ich, glaube ich, rausgekriegt. Danke, Spiel. Super. Natürlich kann ich es auch mit B machen. Aber ja, alles gut. So, der hat geladen 30 Metall. Und wenn alles gut läuft, schicken wir den hier hinten hin. Dann kann er dann noch neues Zeug abholen. So, wir brauchen als nächstes noch ein bisschen Strom. Ich überlege gerade, es gab, glaube ich, mal eine Möglichkeit nachzugucken, wo wie viel Wind unterwegs ist. Ich glaube, das hat man aber nur gesehen, wenn man tatsächlich ein Windkraftwerk bauen möchte. So, wie sind die Unterschiede? Kostet 8 Beton 2 mechanische Teile. Das wäre kein großes Problem. Davon könnten wir auf Anhieb 2 Stück bauen, sage ich mal. Wartung, ein mechanisches Teil, 10 Strom wird produziert. Das kostet nur die Hälfte. Hat auch nur die Hälfte Wartungskosten und bringt auch die Hälfte. Das hat eine Fläche von 3 Feldern. Das hat eine Fläche von 6 Feldern. Okay. Auf Anhieb sind da keine so wahnsinnig großen Unterschiede, würde ich sagen. Wenn das ausfällt, haben wir gar keinen Strom. Wenn eins davon ausfällt, haben wir wenigstens noch die Hälfte. Warum sollte man das Große bauen? Es ist nicht so vielseitig und wenn es ausfällt, ist es kaputt. Okay, Zeitersparnis bei der Wartung, sehe ich ein. Man muss da nur ein Gebäude warten. Okay. Bauen wir es. Der große Sprung. Unsere Wissenschaftler auf der Erde haben soeben eine bedeutende Entdeckung gemacht. Dank der Flut neuer wissenschaftlicher Daten vom Mars ist unserem Team ein ungeahnter Durchbruch gelungen. Effekt: Die neue fortschrittliche Technologie wurde im gewählten Bereich enthüllt, die nun kostengünstiger zu erforschen ist. 1, 2, 3 oder 4. Zwei. Ihr steht auf Roboter, das finde ich toll. Also gut, schauen wir mal ins Forschungsfenster. Okay. Warum war mir irgendwie klar, dass es die letzte Forschung ist, die günstiger wird? Einfach weil halt. Oder? Ich beschwere mich nicht. Es ist sowieso der Wurm drin. Kann ich ja machen, was ich will. Ach ja, und Mimimi. Okay. Alles ist gut. Oder irgendwann wird alles wieder gut. So.
Unser super Monster-Ventilator ist endlich an. Wir könnten hier vorne ein Piratenschiff hinstellen und das quasi bis zur Erde zurückblasen. Also Leute, ganz im Ernst, das... Also nicht nur, dass es relativ unnötig ist. Es ist die letzte Forschung im Robotikbaum. Aber immerhin kriegen wir die 50% günstiger. Sektor scanned. Danke, kaum deprimierende Frauenstimme. Da unten haben wir auf jeden Fall eine Menge Wasser. Ja, ich weiß, mit der Chaos-Theorie. Ist der Forschungsbaum eh durcheinander. So, was wollte ich bauen? Edelmetallgedöns. Produktion. Und zwar dieses Teil hier. Haben wir noch genug? Ich habe auf jeden Fall genug. Go, go! Das hat jetzt natürlich auch große Vorteile. Wir produzieren hier quasi Abgase, die wir sofort mit unserem Ventilator auf dem Mars verteilen. Wir starten quasi schon den Terraforming-Prozess. Gott, sind wir fortschrittlich. Warte auf Reparaturen. Ja, da wird er wohl eine Weile warten dürfen. Supi, da hätten wir vielleicht die Batterien mal checken sollen. Naja, was soll's. Okay, und wir könnten uns vielleicht Gedanken darum machen, wie wir die Rakete wieder wegkriegen. So treibstoffmäßig. Nicht funktionierende Gebäude ist kurz aufgeploppt. Nö, sieht so aus, als würde das funktionieren. Geschätzt 3 Produktion pro Sol. Läuft. Vorausgesetzt, wir haben genug Abfall. Unglaublich das. Okay. Damit wir die Rakete wieder zurückschicken, müssen wir natürlich Treibstoff raffinieren. Dann lass mal gucken. Treibstoff. Da haben wir sogar eine Raffinerie hier. Das ist ja geschickt. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in der Nähe von anderen Vaporatoren verringert. Keine Produktion während Staubstürmen. Das ist okay. Standardproduktion 1 Wasser. Verbrauch 1 Wasser. Das ist ja fast, als hätte sich jemand vor dem Abflug Gedanken darüber gemacht, was wir brauchen. Ist ja widerlich. So, zu nah an das Ding will ich eigentlich nicht hin. Sektor scanned. Passt sehr gut dahin. Keine Ressourcen im Sektor, das ist okay. Mir geht es jetzt eigentlich auch nicht darum, dass ich hier tolle Ressourcen finde. Ich will es einfach nur aufgedeckt haben. Versteht mich nicht falsch, Ressourcen wären toll. Aber eins nach dem anderen. Resources are low. Ja, wir haben wenig Wasser. Danke, freundliche Frauenstimme, dass du mich darauf hinweist. Machen wir so und dann platzieren wir noch ein bisschen Stromkabel. Sollte eigentlich gehen. Läuft.
Ich glaube nicht, dass es so eine Stimmmod geben wird. Meteor incoming. Moment, hat die gerade gesagt, Meteor kommt und hat direkt Bumm gemacht? Freundliche Frauenstimme, geht es vielleicht ein bisschen rechtzeitiger? Lagerraum voll. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Lagerplatz für Beton. Bauen wir Betondepots. Die sind immer zwei, das ist ja... Das geht ja gar nicht. So, wie viel passt hier hin? 180. Und da gehen nur 20 rein jeweils. Das kriegen wir hin, denke ich. Okay. Das hier braucht Strom. Und ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen Wasserrohr verlegen. Yep. Und ja, ein Stromkabel brauchen wir auch noch. Moment. So, wir haben bestimmt irgendwo noch gelangweilte Drohnen. Jetzt sag mir bitte nicht, das zählt den Rover mit. Wenn, dann wird das gleich ein bisschen peinlich werden, schätze ich. Okay, immer noch nicht genug Strom. When we tried to scan one of the sectors, our sensors went blind. Upon closer inspection, we discovered that the source of the interference was a mysterious crystalline entity. It's huge. How could we have missed it? Der Stein der Weisen. Ja, super. Wir sollten in der Nähe der Kristalle vorsichtig sein. Bis wir mehr über sie wissen. Ja, nee, wirklich. Okay. Alles gut. Alles gut. Moment. Das ist eine Wasserraffinerie-Gedöns. Lass mal gucken. Treibstoffraffinerie. Das kann ich mir natürlich auch nicht anzeigen. Sektor scanned. Ah, Metall gefunden. Auch nicht schlecht. Sol 4, wir haben einen geheimnisvollen Alien-Kristall auf einem... Ja genau, Alien-Kristall hatten wir schon. Wasserbar. Und ja, Eisen gefunden. Oder Metall gefunden. Resources are low. Okay, probieren wir es nochmal von der Seite hier. Ich werde ja wohl noch irgendwie Strom an dieses blöde Gebäude bringen. So ein Glück. Moment. Ihr habt wie lange gebraucht, um das Ding da zu finden? Moment, 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 Moment. Das sieht man. Groß und leuchtend, sobald man aus der Rakete kommt. Warum braucht ihr dafür 4 Tage? Oh. Und warum kriege ich die Meldung, dass Lagerbestand Strom gering ist?
Ich habe nicht gesagt, ihr sollt das in Batterien abfüllen und einlagern. Okay, wir nennen den Kristall Dave. Super. Nicht genug Strom. Also wir haben Strom. Unterm Strich. Es ist nur nicht genug für den Herrn. Okay. Machen wir auf. Und schon ist er glücklich. Ich könnte auch schwören, dass der Ventilator jetzt schneller pustet. Na, das gefällt mir so gar nicht. Stopp, wie breche ich dich ab? So, alles klar. Viel besser. Dann legen wir noch ein Stromkabel hier hoch. Und ein Gerücht besagt, China hat einen Meilenstein abgeschlossen. Oder beinahe. Super. Und das bringt mich zum Thema Diplomatie. Lass mal gucken. Da haben wir unsere Kolonie. China ist quasi am anderen Ende der Welt, wie sich das für China gehört. Blue Sun, alles klar. Die stehen quasi kurz vor der Auslöschung mit den Meteoriten im Hintergrund und... Shadow, das dürfte dich doch freuen, oder? Alles klar. So, dann würde ich vorschlagen, wir benutzen unseren ganzen Beton mal dazu, um Dinge zu bauen. Lass mal gucken. Eine Anomalie. Sehr gut. Ja, das braucht einfach mehr Beton, mehr Gesteinsabfälle. Wir könnten gucken, dass wir vielleicht von den anderen Kolonien Gesteinsabfälle importieren. Das könnte denen gefallen. Dann machen wir quasi die Müllhalde und dann machen wir deren Abfall zu Gold. Das wäre doch super. Staubteufel. Mehrere. Alles klar. Ja, Ereignisgeschichte, ich weiß. Ich denke, da brauchen wir einen Forschungsrover, damit wir Dave erkunden können. Was sich auch noch lohnen könnte für uns wären Batterien. Das mit Shift gedrückt halten, muss ich erst wieder reinkriegen in mein System. Okay, das hätten wir auch. Schon mal was. Das hilft uns dann eben auch nachts den Strom der Sonne zu nutzen. Hoffe ich zumindest. Und es überbrückt auch ein bisschen, wenn wir den Stirling-Generator zumachen. Wir produzieren derzeit 21 Strom. Ah ne, 21 ist Überschuss. Okay, dann können wir den Generator zumachen, glaube ich. Ja, genau.
Wunderbar. Nur noch 11 Überschuss. Läuft. Gibt keinen Overkill. Gibt nur Feuer frei und ich muss nachladen. So ist es in Ordnung. Gut, was wollte ich bauen? Landeplattform. Wir müssen ein bisschen mit Beton zurechtkommen. Ja, nee, Lebenserhaltung ist es nicht so ganz. Wo zum Teufel? Ja, was doch. Also, eine Landeplattform. Wo machen wir unseren Weltraumfriedhof, Bahnhof hin? Ich denke, hier oben wäre das ganz okay. Soweit so gut. Und eine Handelsplattform wäre noch toll. Dazu muss aber erst das Raumschiff weg. Sonst triggert man OCD. Oder wir machen es einfach hier daneben. Moment, das könnte gehen. Das geht. Mit einer Handelsplattform können wir dann quasi mit den anderen Kolonien handeln. Oh Jungs, da macht ihr ganz schön Party im Chat. So, da haben wir dann mal unseren... Drohnen sind überlastet. Kaum gibt man 4 Landeplattformen in Auftrag, motzen die Drohnen. Was kommt als nächstes? Die haben hier einen Konvoi mit Schildern hochhalten oder zünden Raketen an und werfen die um. Französischer Streik auf dem Mars mit brasilianischen Robotern. Naja, wir sind ja offen für alles. Multikulti und Globalisierung und so weiter. Lass mal gucken, nicht, dass ich jetzt jede Menge Material verschwende. Also das sowieso, aber die richtigen Materialien verschwende. Beton. Wenn da jetzt noch Elektronikteile, Metall oder sonst ein Blödsinn dabei wäre, hätte ich gesagt, stopp. Aber so, es ist einfach nur ein bisschen Beton. Da haben wir noch jede Menge. Und unser Betonwerk ist auch noch fleißig dabei. Wir müssen die Betonproduktion ein bisschen ankurbeln. Wir müssen hier gucken, dass wir Edelmetalle kriegen. Viel haben wir davon nämlich noch nicht. Wobei, 3 sind schon drin. Und 3 bedeutet, wir kriegen 105 Millionen Dollar. Irgendwas in dem Bereich. Das ist so symmetrisch, wie man kann. Das ist auf einer Höhe. Und also, besser geht's nicht. Wir haben diese blöden Hexafelder und... Meh, ihr macht mich kirre. Symmetrisch halt, so geht's einfach nicht. Oh. China hat einen Meilenstein abgeschlossen. Scanne eine Anomalie. Ja, wir haben noch nicht mal einen Rover dafür. Was haben wir sonst noch? Produziere Nahrung. Baue eine Kuppel. Erster Mensch auf dem Mars. Okay, da können wir uns ein bisschen reinhängen und dann kriegen wir ein, zwei Sachen bestimmt noch hin. Lass mal gucken, welche großartigen Kuppeln können wir denn? Das sind weniger Kuppeln, als ich gehofft hatte.
Lass mal gucken, wie sieht es mit der Forschung aus? Immer noch nicht. Oh, das gibt's ja wohl nicht. 200 Metall und 300 Polymer. Das ist natürlich schon fies viel Zeug. Die Kuppel wird alles andere als günstig. Holy crap. Aber ich glaube, wir könnten eine weitere... Nope. Hier will ich hin. Eine weitere Rakete schicken. Raketen nicht verfügbar. Ach stimmt, wir haben nur die eine. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die irgendwann dann neu betanken könnten. So, lass mal gucken. Können wir... Okay. Mehr passt da nicht rein. Kapazität 20.000. Wir sollten noch genug Geld haben und auch Kapazität. Ich komme mir gerade ein bisschen verabfüllt vor, aber ist alles noch gut. Ja, wir nehmen mal den Erkunder mit und knallen uns den Rest voll mit Polymer. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass die wichtig sind. Oder wir nehmen hiervon noch ein bisschen was mit, weil ich das Gefühl habe, die sind auch irgendwie wichtig. Auf geht's! Ich bin gespannt. Stimmt, Indien hatte gleich die mittleren Kuppeln. Indien hat viele Vorteile. So, lass uns mal gucken. Kriegen wir das irgendwie gebacken? Dass wir mit den anderen Nationen hier handeln. Lass mal gucken. Ihr habt doch bestimmt... lustige Leute auf verflimmerten Monitoren. Guten Tag, Kommandant. Alles in Ordnung in deiner Kolonie? Gut, wir sind schon beim Du. Das freut mich sehr. Wie wär's denn mit Handeln? Okay. Und gleich aufgelegt. Das ist ja super. Sehr freundlich, die Leute. Bei denen muss Held sein. Der hat ganz verkniffene Augen, der arme Kerl. China. Kommt, ihr handelt mit jedem. Und sei es auch nur mit... Ich fühle mich gerade ein wenig ungeliebt. Wenn nicht mal China mit dir handeln will. Ohne dass du mit Strafzöllen drohst. Das ist doch nicht nett. Jetzt mal im Ernst. Das könnte durchaus besser sein. Immerhin ist unsere Nachschubkapsel schon auf halbem Wege. Ach, hier darüber könnte man streiten. Also ich finde, das Raumschiff ist weder schön noch fröhlich. Aber gut, grün ist auch nicht zwingend meine Farbe. Ich weiß, warum spielst du dann Brasilien? Schicksal. Gut, was könnten wir sonst noch machen? Ich meine, im Moment geht es darum, dass wir möglichst schnell was machen? Leute hierher bringen? Okay. Eine Rakete zurückschicken. Das wäre nicht schlecht. Ist schon mehr als 50% betankt. Das ist an sich gar nicht so schlecht. Exportgüter werden auch verladen. Läuft. Der Erkunder könnte landen.
Da bin ich dann mal gespannt. Warum legt es sich auf die Seite? So, wir scannen eine Anomalie. Das ist bestimmt total super. Und da unten haben wir dann nochmal eine. Was zum Teufel? Okay, wer von euch hat hier angefangen, Sachen zu sprengen und... Marswürmer. Oh Gott, wir sind nicht auf Dune, oder? Also, die Edelmetalle sind durchaus mit Spice zu vergleichen, aber... Puh. Muss eigentlich nicht sein, ganz im Ernst. Eine Rakete ist wirklich ein bisschen dünn. Da habe ich es kein gedruckt, hier nicht gelesen, bei Brasilien. Okay, die wollen das nicht zurück. Das ist natürlich sehr positiv. Research complete. Anomaly analyzed. Gibt noch mal ein bisschen extra Zeug. So, widerstandsfähige Architektur. Müsste bei Ingenieursgeschichte sein. Na also. Ne, Moment. Gesteinsabfallverflüssigung. Das war früher mal eine Mod, die hatten wir im letzten Spieldurchgang drin. Da konnte man aus Gesteinsabfällen quasi Wasser machen. Frag mich nicht wie. Ich glaube, da hat man ganz doll gedreht und gedrückt und das letzte Stück Wasser aus dem Stein rausgewrungen. Hier kann man dann aus Gesteinsabfällen Beton machen. Aber wir wollen ja aus den Gesteinsabfällen Edelmetalle machen. Ist nur schön, dass die wirklich was draus gemacht haben. Dass man aus den Gesteinsabfällen noch irgendwas rauskriegt. Wasserrückgewinnung finde ich auch ganz nett, aber... Wir haben einfach nur Forschung erhalten für die Anomalie, das ist okay. Okay, von dem sollten wir uns ja fernhalten. Gucken wir mal, dass wir einfach nur diese Anomalie scannen. Wobei mir das ja schon ein klein wenig Sorgen macht, muss ich gestehen. Sehr, sehr schlecht. Ja, im Prinzip müssten wir nochmal eine Unterstützung, eine Nachschubkapsel anfordern. Für den Drohnenrover. Das wäre schon mal nützlich. Dann kriegen wir auch unseren Transportrover zurück und dann haben wir auch wieder alles. Das machen wir auch gleich. Also Nachschubkapsel. Ferngesteuerter Transporter brauchen wir nicht. Wir brauchen den Commander. Dann haben wir nämlich alle drei. Und ansonsten nehmen wir das so. Wir haben zwar noch lange nicht genug Polymer für die Superkuppel dann, aber... Shadow zu behaupten, die kann nicht zurück, ist ein bisschen... Im Ernst, wenn wir da genug Sprengstoff drunter packen, schubsen wir die hoch. Bin ich mir fast sicher. Und mit richtig viel Sprengstoff kriegen wir das vielleicht sogar in eine Bahn geschleudert, die sie in
Nähe zurückbringt. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Da freut man sich, dass der Onkel was vorliest und will was trinken, dann hört er mittendrin auf. So, was können wir? Leute mit albernen Hüten. Marsianische Anpassungsfähigkeit. Ja. Das wäre mit Sicherheit hervorragend, wenn wir Leute hier hätten und Leute hier geboren werden könnten. Und ja, durch diese Zufallsreihenfolge habe ich das Gefühl, dass die ganzen Sachen, die am Anfang nützlich sind, erst am Ende kommen. Wisst ihr was? Egal was es ist, wir... Okay, wir machen nicht einfach mit der Robotik weiter. Fabrikverstärkung. Produktion, Stromverbrauch. Super. Im Moment bin ich noch nicht wirklich begeistert. Das wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier auf den grünen Zweig kommen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Drohnen, die nur rumstehen. Da wäre es nicht schlecht, wenn der Commander demnächst landet. Dann haben wir da wenigstens schon mal ein paar Möglichkeiten. So, du bist gerade inaktiv. Bitte fahr nicht da durch. Genau. Hieß das nicht irgendwann mal, wir sollen nicht zu nah an Dave ran? Ich meine, wir haben ja einen Auftrag gegeben, dass es erforscht wird, was es mit Dave auf sich hat, aber 100 Forschung pro Sol ist vielleicht ein bisschen wenig. Da hätte Europa durchaus Vorteile. Wir brauchen mehr Betonabfälle, aber die anderen wollen nicht handeln. Das ist voll öde. Ich habe das Gefühl, die wertvollste Ressource sind Betonabfälle. Also nicht wirklich, aber nah dran. Duststorm approaching. Na super. Sollen wir noch warten, bis der Sturm weg ist und solange die Kapsel im Orbit halten? Ach, was soll's, 2-1 Risiko. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, wir haben reichlich Vorwandzeit, das ist nicht schlecht. Go, go. Sector scanned. Irgendwie mag der mich nicht. Wenn wir ihm sagen, er soll sich bitte hierhin bewegen, erwarte ich, dass er nicht stehen bleibt. Ah, er nimmt dann direkt Drohnen mit. Na gut, das ist genehmigt. Dann würde ich sagen, dass wir die starten, bevor der Sturm kommt. Milestone achieved. Und damit hätten wir das auch. Hurra! Der wird gerade gewartet. Das läuft. Wunderbar. So wie es aussieht, müssen die Rover nicht mehr auf den Kabeln geladen werden.
Das war früher mal ein bisschen arg viel Micromanagement, aber inzwischen. Easy. Aber das passt. Wir haben sowieso relativ wenig Metall im Lager, glaube ich. Nein, wir haben relativ viel Metall im Lager. Okay, soweit. Das hätten wir, das hätten wir. Alles klar. Da brauchen wir 9 Leute. Oh Junge. Das kann ja noch was werden. Guti, dann würde ich sagen, das wäre eigentlich eine richtig gute Position für ein Päuschen. Ich meine, wir haben die Rakete schon zurückgeschickt, wir haben einen kleinen Weltraumbahnhof gebaut. Grundlegend läuft die Produktion, wir haben Treibstoff, wir haben wertvolles Zeug, wir haben Strom, jede Menge Drohnen. Wir machen auch einen ganz guten Job, was unsere Erforschung hier angeht. Alles in allem war das bisher ein relativ erfolgreicher Start in ein wenig enthusiastisches Projekt. Haha. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Shadow, ich habe das hier schon gesehen. Ich habe nur nicht im Kopf, wie viel im Lager ist. Also, wie viel in ein Lager passt. Das kriege ich hier dann sehr schön angezeigt. Alles klar, dann. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Hilfe beim Erstellen. Das wäre solo garantiert ganz anders gekommen. Dann, ich kann es schon mal sagen, ich habe die erste Episode heute Mittag schon mal aufgenommen. Ich habe ungefähr 25 Minuten gebraucht, bis ich so weit war, dass ich die Sponsoren durchgeguckt hatte. Und bis ich dann wirklich einen ausgewählt hätte, wäre die halbe Stunde voll gewesen. Also ich denke, die erste Episode wäre auf eine Stunde rausgekommen am Ende. Und wahrscheinlich hätten wir nochmal Indien gespielt, weil ich war wirklich fest davon überzeugt, dass wir Europa hatten beim ersten Mal. Aber so bin ich eigentlich ganz froh. Läuft. Ziel des Let's Plays wird sein, Terraforming so weit zu haben, dass wir im Freien leben können. Ich glaube, das ist ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Das wird nicht einfach. Aber wir werden es irgendwann erreichen. Guti. Dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Nochmal danke und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin dann.